Das Acme-Hirn. Ah ja. Das ist doch die Firma, die die Kisten herstellt. Sowohl die roten als auch alle anderen. Steckt das dahinter? Lassen Sie sich irgendwas liefern? Was ist mit der Kamera? Und wollen Sie damit die Herrschaft über die Erde übernehmen? Oder nur einen Versandhandel aufmachen? Das ist hier die Frage. Und die Frage ist ebenfalls, wo es lang geht. Ja, seid ihr witzig. Manchmal sehe ich die Entfernung nicht so gut. Und solange kein Schatten da kommt, sehe ich auch nicht, wohin ich springen soll. Okay, eine Karotte. Ganz einsam. Hier. Und auch keine Falle oder so, gar nichts. Bin ich einverstanden. Also, was wollt ihr von mir hier? Hier drüber und hier bitte rollen. Perfekter James Bond Move. Bald haben wir alle goldenen Karotten. Und ich sammle selbst die normalen Karotten, obwohl ich davon schon längst genug habe. Du bist das Acme-Hirn? Ah ja. Schlage den Meister, indem du geheime Fabrikkombinationen findest. Alle Farben einstellen und Taste drücken, um sie hervorzuheben und den Treffer zu überprüfen und nicht. Was? Und nicht vergessen, die gleiche Farbe taucht nie zweimal. Ah, das. Oh Gott, aber wie funktioniert das hier? Hallo? Hallo? Ich möchte gerne aktivieren hier etwas. Ja, ja, das Spielchen kenne ich. Okay, okay. Wie viele Farben gibt's? Alter, wie viele Farben gibt's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Farben wollt ihr mich veralbern? Wie waren die Regeln nochmal? Ich hätte sie gern nochmal. Die gleiche Farbe taucht nie im selben Ding auf. Okay. Ja, dann mache ich das so. Warum taucht hier erstmal blau auf? Warum tauchen immer andere Reihenfolgen auf? Na gut, pink. Gelb. Lila. Gut. Das ist dieses komische Spiel. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja, was heißt das jetzt, ihr Intelligenzbestien? Heißt das, das ist richtig? Hoffe ich einfach mal. Okay, die anderen. Vor allem, was heißt, die Position ist richtig und was heißt, die Farbe existiert? Eine bessere Anleitung hätte ich gerne. So, orange. Rot und dunkelblau. Ja gut, aber ich weiß nicht, ob es heißt, Position ist richtig oder... Deswegen, eine Erklärung wäre gut. Okay. Dann probiere ich einfach weiter. Pink hatten wir, gelb hatten wir, lila hatten wir. Das hatten wir jetzt, rot hatten wir. Grün hatte ich noch nicht. Das hatte ich. Ja, aber mehr Farben gibt es nicht. Und es können nicht zweimal dieselben sein. Das habe ich mir noch in der Anleitung gemerkt. Naja, das ist alles. Puh. Wie gesagt, wenn ich wüsste mindestens, was das Zeichen bedeutet. Okay, orange und hellblau sind da, aber ich denke, das heißt nur... Ich weiß es nicht. Ja, was soll ich denn sonst noch raten? Ich verstehe die Regeln nicht. Ich kenne das Spiel, aber ich weiß nicht, was die Krone heißt. Das ist mein Problem. Mann. Probiere ich andere Sachen aus. Dann mache ich das so. Nochmal gelb hier. Und lila hier. Aber ich brauche die Regeln, sonst geht das nicht.
Okay, das heißt definitiv Position ist richtig. Er sagt mir gar nicht, ob die Farbe existiert. Oh. Soweit ich mir denke. So. Na, da war sie. So. Das heißt, das ist noch falsch. Ja, probieren wir das. Dann habe ich ja noch ein paar Kombinationen vor mir. Dass ich vor allem mal die machen muss. Wie gesagt, ich hoffe, ich kapiere die Zeichen richtig hier. So, was fehlt mir hier? Nein. Das kann es nicht mehr sein. Ja, das kann. Das kann es noch sein. Ja. Okay, ist es aber nicht. Ich hoffe, ich kann es überhaupt schaffen. Weil normalerweise hat man immer genug Züge, wenn man es systematisch macht, um es zu schaffen. Das habe ich ja jetzt. Das darf es nicht sein, weil es schon drüben ist. Das hatte ich ja gerade. Das darf es auch nicht sein. Das hatte ich schon. Das darf es nicht sein. Das hatte ich schon. Grün kann es sein. Ja, fertig. Dann ist es grün, definitiv. Ja. Ich hoffe, ihr habt die Regeln kapiert. Gut, ich kenne halt eine bisschen abgewandelte Version davon. Also, der eine Spieler da drüben, für die, die es auch nicht gecheckt haben am Anfang, sucht sich in diesem Fall 4 Farben aus und positioniert sie. Dann positioniert der Gegenspieler auch 4 Farben, zufällig, einfach wie er möchte. In dem Fall war auch die Regel, dass nicht 2 Doppeltes in einer Reihe sein dürfen. Genau, und man kriegt gesagt, wenn man fertig ist. Normalerweise kenne ich das so, dass zum einen man gesagt kriegt, von irgendeiner Farbe ist entweder richtig, aber an der falschen Position, oder irgendeine Farbe ist richtig, aber man bekommt nicht gesagt, welche. In dem Fall war es so, dass es mir zwar angezeigt hat, welche, aber das, was ich nicht kapiert habe, ist, er hat mir nicht angezeigt, also gar nicht angezeigt, dass überhaupt eine Farbe richtig ist, nur nicht in der richtigen Position. Zum Glück habe ich es aber schnell herausgefunden. Dann ab geht's. Hab ich dich. Ich vergesse leider die Version, die ich hier habe, wie die heißt. Aber das hat mir Spaß gemacht. Das war lustig. Ja, ich denke, das ist aus irgendeiner Folge. So, und jetzt kommen wir endlich mal zum Race. Das wird ja hier groß angeteasert. Eine Karotte fehlt mir. Die eine Uhr kriege ich am Ende. Na gut. An den Start, meine Herren. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. An die Stange? An welche Stange? An welche Stange? Was ist hier los? Also nichts ist los, wenn ich unterstütze. Okay, was mit Stange gemeint ist... Keine Ahnung, was das sein soll. Na gut, kriege ich das Turbo? Oh Gott, die Steuerung übrigens ist nicht gerade sehr schön. Und vor allem, hier ist kein Zeitlimit. Das heißt, ich muss den schlagen. Okay, geh raus. Oh, hier ist Bug sogar automatisch schneller. Wenn ich mich nicht zu lange festhalten hätte. Ey, auch cool, wie er sich da noch an den Roller festhält. Nein! Ja, nein! Ey, das ist geil. Also der Anfang des Levels war jetzt nicht so Bombe, aber... der Rest gefällt mir. Das letzte Denkspiel und jetzt dieses Rennen. Yeah! Bugs! Flieg und Sieg! Nein, aber das finde ich wohl schwer. Und trotzdem, das ist geil. Na komm. Was haben die Vögel eigentlich gegen mich? Das habe ich gar nicht gecheckt.
arbeiten für den anderen. Den römischen Alien. Nein! Ich hab mich weggedrängt! Faul! Das ist lustig. Endlich mal so ein richtiges Rennen. Kriegst du gerade nicht hin? Mann! Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, okay? Die Steuerung ist immer wieder sehr direkt. Das heißt, ich bewege nur ein bisschen nach links und Bugs macht gleich 180 Grad Drehung. Plus der da schubst mich die ganze Zeit sowieso weg. So, jetzt kriegt die Stange nicht mehr. Und jetzt das noch treffen, das ist schwer. Gut, das Feld braucht wohl einige Übungen. Ich hoffe, die letzte Karotte ist am Ziel. Weil sonst muss ich das Ganze nochmal machen hier. So, sehr gut. So, wunderbar. Beim ersten Mal locker hinbekommen, aber jetzt beim 10. Mal natürlich nicht. Der hat mich schon wieder weggestummt. Mann! Wie fett ist der? Was hat denn der gefressen? Ich sag's dir, wenn du es noch einmal machst, ich verarbeite diesen Chicken Nugget. Wenn dein Fleisch genauso grün ist wie deine Federn. Ah ja. Dann wär's bestimmt ein Verkaufsschlager. So, hau du erstmal ab, sonst kann ich nichts. Ich lass den vor. Ja. Gut, das war jetzt meine eigene Schuld. Woher weißt du überhaupt, dass der männlich ist? Lieber, wer auch immer der gesprochen hat. Ich bin ein guter Racer. Mario Kart und die ganzen Fun-Racer bin ich eigentlich sehr gut. Yeah. Weg mit dir! Ich bin vorne! Ja! Okay, fast zu laut. Oh, jetzt habe ich es versaut. Vor allem die Straße ist breiter als dieser blöde Tunnel und ich treffe sie nicht. Zum zweiten Mal. Der bekommt es noch so ordentlich ab. Jetzt hat mich wieder gestummt. Jetzt reicht's. Wir gehen demnächst zum Megas. Da stelle ich mir meine neue Idee vor. So, ab geht's. So, Turbo habe ich schon mal und bin vorne. Ihr seht, wie ich drauf wackele. Wie gesagt, das ist absolut schwer. Nein! Yeah. Okay. Jetzt nochmal das ganze Spielchen. Boah, ich denke mal, hält sich nicht fest. Boah, geschafft. Nein! Was war das? Hallo? Was war denn das für eine Aktion? Der ist ja mit runtergeflogen. So sehr gönnst du mir den Sieg nicht? Mann! Blöde Vogel. Würdet ihr grüne Chicken McNuggets essen? Ich hätte schon gerade Lust drauf. Was macht der? Irgendwie scheint das Level verbuggt zu sein. Es geht mir ja nicht mal um Schnelligkeit großartig. Weil vorne bin ich eigentlich immer. Ich komme nicht zum Ziel. Na, da ist er wieder. Na gut, mindestens ist er hinten. Mann, zwei Wege. Springen kann ich nicht, ne. Weil ich dachte, das ist ein Abgrund und es geht weiter auch noch. Blöde Stangen. Oh, das scheint nicht so breit zu sein. Oh, geschafft. Okay, noch läuft's gut. Okay, ohne Turbo diesmal. Ah! Okay. Ist das Ziel? Oh! Oh!
Okay. Also so läuft das. Wenn man ein Rennen verliert, muss man sterben. Das sind sogar zwei Teleporte, wahrscheinlich für den Fall, wenn man verliert. Beziehungsweise... Einen davon muss ich ja sogar jetzt benutzen. Der Vogel ist ja weg. Sehr gut, und damit habe ich alles im Level. 100%, 100%, Leute, 100! Level verlassen, okay, was ist das andere? Nochmal wahrscheinlich, Neustart. Ja, danke, nein. Ich sage ja, falls man es nicht schafft. Bitte tschüss. 100%! Das freut mich doch. Und wie gesagt, das letzte Level hat nicht gut angefangen, aber dafür ging es ordentlich ab. So, Merlin, hast du irgendwas Interessantes zu quatschen? Ausgezeichnet, absolut perfekt. Du hast diesen Level abgeschlossen. Lass mich deine Position für dich halten. Okay, darfst du, aber sonst nix? Irgendwie supi, du hast alles, du darfst jetzt zurück. Danke, Merl. Mach's gut. Ja, Wiedersehen, Merl. Gratuliere, Bugs, du hast genug Wecker gefunden. Heute öffnen. Die Gegenwart. Geil. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg und im nächsten Part schauen wir uns die Gegenwart an, was da so abgeht. Ich hoffe, wir haben nur nichts verändert. Und damit, keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich reise zurück nach Hause, keine Frage. Bis dahin, ciao! Puh, was für eine Erleichterung. Gott sei Dank war das nur ein Traum. Nein, ganz unmöglich. Das kann überhaupt nicht sein. Also gut, Merlin. Hör hart. Los, beweg dich. Das war's. Gut, ich dachte, in der Gegenwart gibt's vielleicht auch noch ein, zwei lustige Level. Vielleicht irgendwie, dass wir in der Vergangenheit so viel Mist gebaut haben. Und dadurch ist die Gegenwart so verändert hat, dass wir, was weiß ich, von den Nachfahren von Sam, Steinzeit-Typi und so weiter einfach gejagt werden. So eine Art großer Endboss, aber na gut. Ich dachte eigentlich, wie gesagt, hier kommt noch was, deswegen ja, wollte ich daraus einen neuen Part machen, aber gut, jetzt überlege ich es mir nochmal. Pismo Beach. Er ist übrigens angekommen, wo er anfangs hin wollte. Die Zeitmaschine hat auch dabei, sehr gut. Ach ja, war ein schönes Abenteuer. Vor allem hat es mich gewundert, obwohl ich so wenig von dem Spiel kannte, dass es mir trotzdem so stark in Erinnerung geblieben ist. Das finde ich genial. Das ist schon schön. Na gut, kommen wir zum Fazit. Das Fazit ist ja immer interessant. Denn Sound fand ich okay. Die Musik, ja, manche Sachen waren zu kurz, fand ich, so dass sich so oft wiederholt hat. Und vielleicht allgemein ein bisschen zu wenig Auswahl. Hätte ein bisschen mehr sein können. Jetzt war natürlich nicht schlecht, die Auswahl, die da war, aber ein bisschen mehr. Aber an sich qualitativ natürlich supi. Typisch Looney Tunes. Grafik für die damaligen Verhältnisse, weiß ich gar nicht. War das gut? Also ich habe sowieso in meiner Erinnerung, ist jedes alte Spiel sowieso in 4K Qualität. Das ist immer so bei Erinnerung. Was? The Chicken Planet of the Street von Wie geil. Ich kann nochmal zurückspulen und lesen, was da stand. Oh Mann. Okay, ja, aber wie gesagt, Grafik. Fand ich jetzt gut. Natürlich bei mir steht hier immer die bestmöglichste Grafik, die möglich ist bei so einem alten Spiel rauszuholen. Viel natürlich nicht. Aber immer noch besser als damals auf dem klobigen Fernseher mit seiner PS1. Ja. Und Spielspaß natürlich. Im Nachhinein sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die jetzt, naja, nicht so gut waren. Was weiß ich, zum Beispiel das Piratenlevel hat mich ein bisschen gestört. Dass zum Beispiel nichts großartig mit Piraten zu tun hatte.
Man ist einfach nur durchgelatscht, also das, wie gesagt, fand ich jetzt nicht so gut. Vor allem, dass manche Level eigentlich gar nichts mit Dingen zu tun hatten, mit dem, mit der Welt. Beispielsweise jetzt das Schneelevel da mit Duffy. Was hat das großartig mit Dingen zu tun, mit Mittelalter? Nur, dass Duffy halt vor allem im Mittelalter aufgetaucht ist. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht was. Deswegen. Allgemein, das Leveldesign war aber schön. Hat Spaß gemacht. Und vor allem, wie gesagt, es sollte ja auch nichts Großes wahrscheinlich werden. Ein kleines Spiel zur Serie oder zu einem Film vielleicht auch noch. Und mir hat auf jeden Fall damals, als auch heute, sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem endlich die 100% habe ich auch geschafft. Das habe ich ja damals nicht mal annähernd. Jetzt habe ich auch alles vom Spiel gesehen. Denke ich, hoffe ich. Meine Empfehlung? Also ich sag mal so, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, ist es jetzt nicht so wirklich der Hammer. Das Spiel, wie gesagt, ist ein bisschen altmodisch, aber es hat einige wirklich revolutionäre Ideen drin, die man gerne auch heutzutage reinmachen könnte in Spiele. Zum Beispiel überhaupt das Lebenssystem gibt's gar nicht. Es gibt kein einziges Leben. Man hat nur seine 3 Energie-Karotten da und fertig. Mehr nicht. Krieg ich irgendwas noch was? Ein Hintergrund oder so? So typische Belohnung für die 100%. Ja. Weil ich bräuchte nicht alle Sachen. Ich bräuchte nicht alle Items. Weil ich habe ja 124 Dinger. 124 Uhren. Und ich brauche nur 120 für die Gegenwart. Das bräuchte ich, 4 zu viel habe ich. Plus, hier kann ich es nochmal sehen, 100%. Plus Karotten. Ich weiß nicht, wie viel für das letzte Level jetzt unbedingt notwendig war, dass man damit freischaltet. Das höchste, was ich mich erinnere, war jetzt 250 für das Mittelalter-Level. Aber sonst, ja, finde ich auch ein bisschen gut, dass es ein bisschen mehr gibt, als man braucht. Ich laufe noch hier ein bisschen rum. Aber wie gesagt, dass es keine Leben gibt, das ist genial. Und wenn man stirbt, gut, jetzt gibt es immer noch diese manuelle Checkpoints, statt wirklich ein bisschen abgetrennter in jedem kleinen Bereich am besten, dass man nicht unnötig laufen muss. Ein Checkpoint, ein unsichtbarer sozusagen. Aber dafür bleibt ja auch alles gespeichert. Es bleibt alles wirklich gespeichert, sowohl Sammelgegenstände als auch Gegner besiegt und sonstige Änderungen, die man gemacht hat. Auch für Rätsel irgendwelche. Alles blieb wirklich gespeichert. Und das fand ich, ja, genial, weil heutzutage macht man immer noch mit Leben und so und das finde ich schwachsinnig. Warum muss ich etwas nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen, wenn ich schon mal geschafft habe? Aber das ist wirklich ein geniales System, da könnte ich ein paar Spieleentwickler hier was abgucken. Und nicht sowas machen, weil mittlerweile werden ja Spiele oft leichter und so. Aber ich finde, so es leichter zu machen mit einfach guten Checkpoints, besser als wenn man irgendwie so einen leichten Modus macht, so im Sinne von, du kannst ihn aktivieren, dann kannst du übers Level fliegen bis zum Ziel oder so ein Kram oder Automatiksteuerung, dass PC es für dich macht oder so. Das finde ich viel schlechter als einfach wirklich Checkpoint speichern, jeden blöden Fortschritt. Das finde ich viel besser. Also wie gesagt, meine Empfehlung für die, die das Spiel natürlich nicht gespielt haben und nicht kennen, ist das auch nichts Besonderes und wird es wahrscheinlich auch nie werden. Daher würde ich sagen, sucht euch was anderes. Aber für die, die ihre Kindheitserinnerungen damit auffrischen konnten mit dem Let's Play, vielleicht hat der eine oder andere auch Lust bekommen, mal wieder Hand dran anzulegen. Ist ja ein lustiges Spiel und wie gesagt, mir hat es
auch wenn ich das Spiel durchgespielt hätte damals, es wäre genauso viele Leute Spaß gemacht, weil das ist Jahre her. Und Spiele aus der Kindheit machen allgemein sehr viel Spaß. Levelauswahl fand ich dann wieder auch gut. Es kommt zwar ein bisschen wenig vor jetzt im Nachhinein, wenn man guckt, aber ich meine, wie viele Parts haben wir jetzt gebraucht? 25, 26 Parts? Das ist schon einiges. Ich überprüfe gerade nochmal, ob wir wirklich alles haben. Aber scheint alles gut zu sein. Also ich bin zufrieden. Und vor allem hier mit der Steinzeit konnte ich ja. Also Steinzeit und Bank und der Bosskampf mit Sam. Das waren so die Szenen, mit denen ich die meisten Erinnerungen auch hatte. Schade, dass wir nicht ins Nirgendwo zurückkehren können, aber na gut. Dann würde ich sagen, war's das für das Let's Play. Wie gesagt, schön lange ging's. Doch alles Gute muss auch ein Ende haben. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns in den nächsten Let's Plays wieder. Und damit keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich reise durch die Zeit. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.